Ist das schwer? Hilf mir! Okay, bereit. Alles klar. Was? Kommt hierher! Wenn Sportadorf genau hier landet, dann aufgepasst! Ich spring auf diese Wippe. So etwa. Dann fliegt der Amboss hoch in die Luft und landet auf ihm. Und dann zippidi-wippidi ich ihn weg. Ja. Nicht umsonst bin ich der prachtvollste Flaschengeist aller Zeiten. Da kommt er. Los geht's. Er kommt. Zippidi. Er kommt. Was? Er ist schon wieder weg. Verschwinden musst du. Eigentlich war das ja ein bisschen anders geplant. Mein Hals! Jemand hat ein Problem. Erwischt. Danke, Retter meines Heims. Dein Heim? Ah, bitteschön. Danke sehr. Guck mal, so das ist die Flaschengeist. Ja, genial. Bist du ein echter Flaschengeist? Ich bin der großartigste Flaschengeist der Weltgeschichte, der größte aller Zeiten. So, du warst das also, der das Gemüse und die Sportausrüstung zum Verschwinden gebracht hat. Ja. Das tut mir leid, aber mir ist ein böser Fehler unterlaufen. Wer eigentlich verschwinden sollte, warst du. Ich? Und stattdessen habe ich den hageren Typ, der Streifen so liebt, verschwinden lassen. Für immer. Für wie lange? Für immer. Aber du bist der Retter meines Heims. Und daher hast du einen extra Wunsch frei. Oh. Ein Wunsch für mich? Aha. Ich weiß was. Ich reich den Wunsch weiter an Meini. Oh, ein Wunsch für mich. Und diesmal sogar ein richtiger. Was ist dein Wunsch? Also diesmal bin ich wohl besser vorsichtig. Tja, also jedenfalls nicht Lazy Town ohne Obst und Gemüse und auch nicht ohne Sportausrüstung. Und auch nicht Lazy Town ohne dich, Sportakul. Danke, und das ist nett. Und auch nicht Lazy Town ohne... Und auch nicht Lazy Town ohne den hageren Typ, der Streifen so liebt. Sehe ich auch so. Stimmt schon. Diese furchtbare Nervensäge? Ja, aber er ist unsere furchtbare Nervensäge. Und ich wünsche, dass er zu uns zurückkehrt. Tja. Okay, der Bösewicht mit diesem riesigen Kinn, er kehre zurück. Ich wünsche... Für dich hat sich's ausgewünscht. Aber ich habe einen Wunsch für mich selbst, bevor ich nach Hause gehe. Wirklich? Und welch? Lasst uns tanzen! Ja! Ja! Bing, bang, diggi, diggi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Bing, bang, diggi, diggi, dong, Bordsalat, der alles heißen kann. Zack und ab die Post, ich zeig's dir, fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen doing, doing, auf und ab, drehen uns um und klatschen in die Hände. Boing, boing, kreuz und quer, das macht Spaß, wir toben hin und her. Ja! Ich wünsch mir mal den ganzen Tag lang nichts zu tun und einfach nur zu relaxen. Noch, ich meinte in meinem Sessel! Das ist wirklich schlimm. Es gibt nichts, was wir tun können. Nein. Was ist denn los? Ich habe Stefanie, Sigi und Meini in eine Geschichte reingescannt. Und jetzt kommen sie nicht mehr raus. Ja. Der Wolf verändert die Handlung. Ja, genau. Das klingt übel. Scannt mich auch da rein. Aber dann kommst du auch nicht mehr raus. Der Schurke darf nicht gewinnen. Ich meine, irgendeine Lösung gibt's immer. Los, scannt mich rein. Ja. Okay. Hoffentlich schafft er's. Ja. Oh. Los, Spartakus, befreien ja, los. Sie. Aber wie? Das war nicht so geplant. Ich häng fest. Hilfe! Hilfe! Sportakus! Was machst
sogar. Oh nein, er braucht einen Powersnack. Aber hier hängt leider nirgendwo ein Apfel rum. Spartacus hat ein Problem. Aber der Schurke darf nicht gewinnen. Aber pass auf, es gibt immer eine Lösung. Wir brauchen einen Powersnack. Ich hol ihn. Hi-ya! Ja. So, kann losgehen. Okay, ich scanne ihn. Okay, mach das. Los, schnell. Danke, Freunde. Tolle Aktion. Ach, hör auf, das war doch gar nichts. Spartacus, fang! Danke. Spartacus, der Scanner! Stephanie, fang! Drück auf den Knopf! Okay. Die Zeit wird knapp. Er muss ganz schnell da rauskommen. Ja, Beeilung! Stephanie, drück nochmal drauf. Genau. Spartacus! Und geht's euch gut soweit? Ja, vielen Dank. Von wegen, ich hab euch zu danken. Von euch hab ich den Powersnack. Ja! Aber wer war der Wolf? Freddy Fowling! Ich dachte, das war... Hat der Schurke gewonnen? Hä? Ich seh mal nach. Und der große böse Wolf? Fiel den Schornstein runter. Ja! Nein! Was? Ja! Yeah! Tja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja! Yeah! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wieder... Bing, bang, digi, digi, dong. Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze. Bing, bang, digi, digi, dong. Ich zeig's dir, fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen doing, doing, auf und ab, drehen uns um und klatschen in die Hände. Boing, boing, kreuz und quer, das macht Spaß, wir toben hin und her. Ja! Ich würde mich jetzt gerne erholen. Eins und zwei und drei. Okay. Huch, ich komm schon. Erwischt. Ja. Wo bin ich? Wer ist da? Bitte lass mich raus. Spartacus! Stephanie! Spartacus ist da ja auch! Komm her! Okay. Wow. Wir müssen irgendwie runterkommen. So, jetzt setz dich hin. Okay. Na dann. Die Ballons! Alles klar! Auf drei! Los geht's! Eins, zwei, drei! Ja. Ja, alles klar. Dank Spartacus. Ha, nein, nur dank dir. Hör mal, Stephanie, war echt spitze. Oh, wow, das war eine abgefahrene Landung. Ja. Stephanie. Oh, Stephanie, geht's dir gut, ja? Ja. Ich weiß, dass man seinen Träumen folgen soll. Und auch wenn mich das traurig macht, möchte ich, dass du auf diese Tanzschule gehst. Oh, dank dir, Siggy. Yeah. Ja! Wow! Das ist der Bürgermeister! Ja! So, du! Ach Gottchen, Stephanie, geht's dir gut? Ja, ganz prima. Aber was ist denn eigentlich mit dem Tanzlehrer? Ja. Ich weiß es nicht.
Freddy Faulig! Oh. Wie bitte, Freddy Faulig? Ach Gottchen, ich hätte es wissen müssen. Tja, und was ich noch sagen wollte. 1, 2, 3. Auf Wiedersehen. Oh, dieser Typ. Also echt. Was ist jetzt mit der Tanzschule und dem weit, weit weggehen? Siggi, Stefanie bleibt hier in Lazytown. Bei uns. Hm? Ja. Hä? Yeah. Hey Siggi, jetzt zeigen wir ihnen Bing Bang. Oh ja. Ja. Ja, toll. Ja, los geht's, kommt. Auf geht's, Leute. Sie sind toll geflogen. Ach, vielen Dank, Spartacus. Ach, mein Hab, Sie sind mein Fliegerass. Yeah. Ja, völlig auf dem Holzweg. Ja, vielleicht sollte ich Schluss machen mit dem Faulsein und anfangen, diese Powersnacks zu essen und auch mal nett zu den Leuten sein. Nee. Helf dir raus! Wer hat denn hier das Licht ausgemacht? Ja! Er wird irgendwelche Sachen. Welche denn? Oh nein! Gute Güte, also dafür habe ich sie nicht gebacken. Hallo! Hä? Nein! Ich gewinne! Das Rad! Oh! Stefanie hat ein Problem. Auf, Jungs, kommt! Siggi, nimm den Anhänger mit. Los! Wir kommen! Beeilt euch! Stefanie, was ist los? Das Rad, das blockiert da vorne. Oh nein, sie hat angehalten. Jungs, wir müssen das Rad wechseln. Den Wagenheber. Ja, wir brauchen einen Wagenheber. Ja. Siggi, wo ist der? Na los, nun, macht schon. Gut, mach sie auf. Los, Siggi. Ich glaube, Freddy gewinnt gleich. Beeilt euch. Mach schon. Ja, dran. Okay, auf geht's, Stefanie. Los, ja, los, los. Auf geht's, los, los. Los, ja. Sie ist zurück im Rennen. Wieso strampel ich eigentlich? Ich hatte doch ein Turbo gekauft, oder? Aha, mal drücken. Aha, und nun wird der Turbo angeworfen. Und wo schaltet man das Ding wieder aus? Ich glaube, das ist nicht gut. Ein Rennwagen, der einen Vorderrad verloren hat. Freddy hat ein Problem. Flugschrauber. Leistung. Du hast es geschafft! Ja, meine Damen und Herren, der Gewinner des Lazytown Derbys ist Team Lazy Rockets! Yeah. Ja!
Und erhält den goldenen Pokal. Oh, ihr habt auch Kuchen gewonnen. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Auto rein! Ja! Hier ist der Apfel. Ist denn das Seil auch da? Hier ist es. Okay, nun wirf es über die Mauer und dann wird fester gezogen. Eins, zwei, drei! Wir schaffen das, ja! Zieht so fest, wie ihr könnt! Los! Los, du kannst das! Was? Ja! So! Danke, Freunde! Sie hat's geschafft! Oh, Spartakus! Hier! Ist das? Es funktioniert, Freunde! Klasse! Ja! Ja, super! Hallo? Oh, ach Gottchen! Stefanie! Oh, gut. Ihr geht's gut. Dem Himmel sei Dank. Das war knapp, hä? Danke, Spartakus. Ist schon gut, aber wieso steht diese Mauer hier? Naja, das ist eine lange Geschichte, aber die Kurzversion ist, weil die sie gebaut haben. Ja, wir haben keine Riesenmauer gebaut. Die habt ihr gebaut. Ich weiß das, weil er es mir gesagt hat. Und wer war das? Tja, er, der Riesenmauerbauer. Tschüss, Leute! Er läuft davon! Hey! Die Mauer stürzt ein! Er ist in großer Gefahr! Spartakus, da ist dein Geburtstagsgeschenk! Geschenk? Eine Bowlingkugel! Perfekt! Mach was damit! Beeil dich! Wow, ja! Danke! Ja, alles gut! Du hast es geschafft! Ich glaub's einfach nicht! Ich bin noch heil! Mann, oh Mann! Freddy Faulich! Oh, dieser Typ. Ja, was soll's? Unglaublich. Ja. Es tut mir wirklich sehr leid, dass wir uns so in der Wolle hatten. Ja. Mir tut's auch leid. Ja, und übrigens, Senta-Senf dazu, ich sollte mich wohl auch dafür entschuldigen, dass ich Kuchen auf Sie geworfen habe. Mir tut es auch leid. Wie wär's, Leute? Wollen wir diese Mauer nicht wegräumen? Ja, ja, genau. Aber genau. Einen Moment noch, ja? Hier. Tada! Bitte sehr. Ein Kuchen? Für mich? Happy Birthday! Danke. Happy Birthday! Alles ohne das kleinste Stückchen Kuchen. Aber ich hab doch noch Kuchen hier. Ja! Was? Aha! Nein!
reinste Pizzahagel hier. Spartacus! Wir müssen das Ding stoppen. Hilfe! Was? Oh, oh. Spartacus, du musst sie abschalten. Sie hat so viel Power. Geh rüber zum Hauptverteiler, da kommt das alles her. Ja. Welches Kabel soll ich abtrennen? Frag Fred Verletz, der steht da drüben. Freddy, faulig! Bitte! Hilfe! 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 Wir haben keine Zeit. Kommt, beeilt euch ein bisschen. Hilfe! Ich sehe nach, welches Kabel man trennen muss. Wie heißt denn diese Maschine? Wie heißt denn diese Maschine? Sie heißt Automatik 3000. Automatik 3000? Aha, okay. Gut, da haben wir es. Sag ihm, er soll das rote Kabel abziehen. Okay, du musst das rote Kabel rausziehen. Alles klar. Halt, warte! Nein, warte! Mist, es gibt verschiedene Modelle. Welcher Typ ist das? Ist es das B-Modell oder das C-Modell? Keine Ahnung. Hilfe, holt mich raus. Armer Siggi. Mal sehen. Aha, es ist das B-Modell. Nicht das rote Kabel abziehen, sondern das blaue Kabel. Seid ihr absolut sicher? Ja. Sind wir sicher? Ja, ziemlich. Okay. Ach Gottchen, ach Gottchen. Geht es euch allen gut? Ja, alles gut. Ich mag ja Pizza, aber das hier geht echt zu weit. Ach Gottchen, das ist alles meine Schuld. Nur weil ich Lazy Town in eine moderne Stadt verwandeln wollte. Mein Herr. Aber selbst wenn die Technik versagt, ist Spartacus da, um uns den Tag zu retten. Ja, aber mit viel Hilfe von euch allen, Freunde. Naja. Danke. Jemand Lust auf eine Pizza? Was? Nein, danke. Auf geht's, Freunde. Ja, komm. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze, tanze. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Bob, da lag ihr alles heißen kann. Zack und ab, die Post, ich zeig's dir. Fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen doch. Aha! Ich mach mir jetzt eine Pizza. Es tut mir so leid. Hey Leute, hey Leute, hey Leute! Ich weiß, was mit dem Spielzeug passiert ist. Was? Hey, toll! Sag's uns, Siggi! Sag's uns! Sag's! Wo das versuche ich ja! Das klebt alles an dieser riesigen Magnetkugel da drüben. Ach, schon wieder eins? Ja, ja, ja. Komm mit, Siggi. Ja, sind da selbst dazu. Wollt ihr vielleicht? Auf geht's. Holen wir uns das Spielzeug wieder. Yeah. Ja, Spartacus, los geht's. Wer ist da oben? Komm schon, Leute, kommt. Was geschieht da draußen? Komm schon, du schaffst es! Ja. Die Luke ist verschlossen. Oh, was? Ja.
Mädchen. Hilfe! Helft mir! Hey, lasst mich hier raus! Nimm meine Hand! Freddy Faulig! Hallo! Oh, dieser Typ! Es war doch nur Spielzeug! Ich wusste es! Die meisten von den Sachen sind kaputt. Das schöne Spiel. Wie sollen wir denn jetzt spielen? Ich habe eine Idee. Wartet mal, ja? Schluss ist mit Spielen in Lazy Town. Ich weiß was. Spartacus. Was machen wir nur ohne Spielzeug? Weißt du noch? Spartacus, du hast gesagt, wir brauchen gar kein Spielzeug zum Spielen. Ja, genau. Ja. Was? Spielen ohne Spielzeug? Was? Man kann springen. Ja. Nö. Man kann klatschen. Nö. Man kann rennen. Wie bitte? Und jetzt die Hüfte drehen. Tolle Idee. Sie brauchen kein Spielzeug. Ja. Ja. Okay. Ja, los geht's. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Bockerlack, der alles heißen kann. Zack und ab die Post, ich zeig's dir. Fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen doing, doing, auf und ab. Drehen uns um und klatschen in die Hände. Tag. Für den Rest dieser Woche werde ich mich hier keinen Schritt mehr fortbewegen. Ah, hallo Küchlein. Was? Wieso wackelst du denn so blöd in der Gegend rum? Ah.